Raphael Schäfer lächelt überdimensional von den Wänden. Als Gesicht von Wörl, logisch. Ja, hätte auch nichts dagegen, wenn er heute irgendein anderes Gesicht drauf wäre. Also werden wir bestimmt nachher noch den anderen Anspruch anhören müssen. Ja. Dabei gibt Rafa immer eine gute Figur ab. Egal ob im privaten Outfit oder eben im Anzug. Das findet auch Olivier Wörl, der Vorstandsvorsitzende der Rudolf Wörl AG. Ja, Rafa ist schon ganz, ist natürlich schon ein Brocken von einem Mann, der schaut immer toll aus im Anzug und ja, gefällt uns, das ist so schön, den ab und zu mal als Gesicht zu haben, auch dann, wenn man ihn abtrainieren kann. Aber ansonsten, die Jungs, die sehen alle super aus, ja. Ich glaube, auch wenn die es selber nicht zugeben wollen würden, aber die gefallen sich, glaube ich, schon auch im Anzug und insofern ist es, sind die Jungs, die haben einen super Körper und insofern, da kannst du echt einen super Anzug draufschneidern und es schaut einfach top aus. Und deswegen schmeißen sich auch alle schnell in Schale. Der neue Clubanzug soll ordentlich präsentiert werden. Das Outfit überzeugt mit einigen speziellen Raffinessen. Also dieses Jahr haben wir wirklich eine super schöne, schmale Form für die Jungs gefunden. Ich denke, die Farbe ist topmodern, das ist das leicht hellere Blau. Tolles Hemd dazu, die Clubkrawatte exklusiv für die Spieler und für das Team mit dem Signet dran, da sind wir sehr stolz drauf. Und einen tollen Schuh dazu, den Prime Shoes in den Cognac-Farben zu dem Blau. Ist super abgestimmt und wirklich ein ganz, ganz tolles Outfit. Ein Hingucker ist auf jeden Fall die Krawatte. Ich habe auch gerade gesehen, also vor ein paar Minuten. Und ja, ist ein bisschen anders. Also ich hoffe, dass wir öfter das anziehen. Noch ein Stück besser als im letzten Jahr, muss ich sagen. Es ist wirklich ein, wenn man das sagen darf, ein sportlicher Anzug. Also es ist wirklich, glaube ich, für eine Fußballmannschaft genau richtig ausgesucht. Dementsprechend gut präsentieren sich die Kicker als Model. Dem einen fällt das Posieren nicht so leicht, der andere ist ein Naturtalent. Auch wenn sich viele nicht als Model sehen, sie machen es alle gut. Ich bin nur auf dem Feld, Spaß finden, so Model mit sowas als Mut. Ja, es soll Spaß machen. Man versucht sich natürlich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Diese Termine, klar, mit den Sponsoren sind wichtig. Die nehmen wir auch alle wahr und klar, versuchen wir ein bisschen Spaß hier reinzubringen. Das nimmt Daniel Ginzek gern auch wörtlich. Bei so vielen Männern im Anzug werden bei vielen Erinnerungen wach. Das erste Mal im Anzug. Wann war das gleich nochmal? Ich weiß ja nicht mehr. Nee, als Kind wollte ich immer einen Anzug haben. Meine Eltern haben gesagt, du brauchst keinen. Oh, da war ich. Wie alt war ich denn da? 8 oder sonst was? Es war auf irgendeiner Feier oder Hochzeit von Bekannten, aber ja, so wirklich war das mit 14. Da war ich mit der Klasse, sind wir zur Oper in Frankfurt und ja, das war so mein erster richtiger Anzug. Wenn ich 15, 14 war, weiß ich nicht, glaube ich. Das war mein erstes Jahr in Dortmund. Da haben wir auch von Stones, glaube ich, Anzüge bekommen und ja, da, ich glaube, das war, als ich 18 war, glaube ich, das war so mein erster Anzug. Noch jünger, wenn ich 11 oder 12 war, meine Schwester hat ihre 15-Jährige oder sowas gefeiert und da musste ich mit Anzug. Zur Kommunion. Ist ja so, mit der 3. Klasse, glaube ich, war es. Lass mich nicht lügen, 8, 9, so 7, 8, 9, 8, 8, 9, glaube ich, 8, 8, sagen wir 8, 8, nee, sagen wir 9, 9 Jahre. Und jetzt ist es eigentlich auch so, ziehe ich nur noch gezwungenermaßen an. Ich glaube, das erste Mal habe ich einen Anzug angezogen, vor 2, 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal wirklich. Wir finden, die Spieler könnten ruhig öfter Anzug tragen. Der Club gibt eine tolle Figur ab. Das ist nicht nur eine Frauenmeinung. Die Frauen liegen tun sie auch so.